Ich habe heute die Challenge, diese Seilwinde an diesen schönen Anhänger dran zu bauen. Einen wunderschönen guten Tag hier aus Oberösterreich. Ich begrüße euch, mein Name ist Dirk von Plutonium Performance und heute habe ich tatsächlich eine Challenge. Ich will diese 6 Tonnen Seilwinde mit 24 Meter Stahlseil an diesen Anhänger irgendwie bauen, denn ich hatte ja letztens ein Fahrzeug mit Motorschaden und da hatte ich das große Problem, wie kriege ich das auf den Hänger, wie kann ich selber abschleppen, wie kann ich mir selber helfen. Und das Lustige ist ja, ihr wisst, ich habe die 10.000 Abonnenten gedreht. Der YouTube-Kanal hier ist jetzt 1 Jahr und 3 oder 4 Monate alt circa. Und ich bin da auch sehr, sehr glücklich drüber. Aber was da auch passiert, ist sensationell. Da kontaktieren dich irgendwelche Firmen mit irgendwelchen Produkten und sagen, komm, such dir ein Produkt aus unserem Katalog aus und zeig das deinen Zuschauern. Und da waren schon so viele Anfragen, aber da war alles nur Scheißdreck. Und ich habe tatsächlich ein Angebot jetzt akzeptiert, und zwar von der Online-Webseite, von dem Shop wevor.de. Und da war es so, die haben gesagt, komm, wir haben einen Haufen Autoteile, wir haben einen Haufen Werkzeuge, wir haben alles Mögliche. Guck, was zu deinem Content passt und such dir was aus und zeig das einfach deinen Leuten bzw. bewerb mal ein bisschen unsere Webseite. Wie gesagt, wevor.de. Da gibt es einen Haufen coole Sachen, muss ich wirklich zugeben. Ansonsten würde ich euch das jetzt gar nicht zeigen oder euch damit belästigen. Fakt ist, ich habe mal den ihren Katalog durchgeschaut und bin tatsächlich drauf gestoßen, dass die hier eine richtig fette Seilwinde verkaufen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ihr mir die Seilwinde hierfür umsonst zur Verfügung stellt und ich die an meinem Anhänger verbauen kann und behalten kann, dann werde ich ein Produkt von euch bewerben bzw. eure Online-Seite bewerben. Das Ding war 3 Tage später da und kostet irgendwie um die 350 Euro, was ich super günstig finde für das, dass das Ding 24 Meter Seil hat, 6 Tonnen zieht, auf 12 Volt wunderbar funktioniert, ein Planetengetriebe hat und also das sieht richtig amtlich aus und das ganze Zubehör ist da dabei, wie hier so ein Handdrücker, eine Fernbedienung, dann habe ich hier noch verschiedene Haken mit dabei, hier, das ist perfekt, schöne Isolierung und sogar ein Pärchen Handschuhe haben sie dazu gelegt. Und ich denke, dass das optimal ist, weil ich habe manchmal ganz schön schwere Böcke, die ich hier auf meinen Anhänger aufladen möchte, weil ich habe mir den ja von Zitzmann ganz speziell bauen lassen. Also den gibt es genau so in der Konfiguration nur einmal, denn ich habe hier sage und schreibe eine Zuladung von 2,9 Tonnen. Und das ist für mich natürlich perfekt. Habe Fahrzeuge, wo ich 3,5 Tonnen ziehen kann und hier habe ich ein Eigengewicht von ja, 400 Kilo. Das heißt, ich kann hier locker 2,9 Tonnen, sogar 3,1 Tonnen, je nachdem. Natürlich muss man sehen, Ersatzrad ist nochmal Gewicht. Dann hier so eine Seilwinde hat 40 Kilo Gewicht. Also ich sag mal, 2,93 Tonnen kann ich hier bei meinem Anhänger zuladen. Und die Challenge, wie gesagt, ist, dass ich heute dieses Ding irgendwie da dran baue und funktionell prüfe, anschließe, das Ding hier mal an ein Auto anhänge und dann letztendlich mit der Seilwinde mir ein Auto auf den Hänger ziehe, das alles ganz allein machen kann, ohne dass ich irgendeinen Abschleppdienst oder fremde Hilfe oder sonstiges benötige. Also nochmal, das heutige Video ist somit gesponsert von der Online-Shop-Webseite wevor.de, also wevor.de, das kann ich jetzt auch nochmal ordentlich einblenden. Und da gibt es viele tolle Sachen, schaut euch mal um. Und das Coole ist, mit dem Rabattcode, der unten in der Beschreibung steht, bekommt ihr 5% auf alle Produkte. Finde ich cool, dass die uns das angeboten haben. Und ich habe mir die Seite wirklich intensiv angeguckt. Die haben wirklich tolle Sachen, günstige Sachen. Ihr habt zum Beispiel eine Eiswürfelmaschine da gesehen. Richtig großes Volumen und irgendwie 350 Euro.
Irre. Und wenn man überlegt, so eine Seilwinde, wenn du die hier in Deutschland kaufst, mit dieser 6-Tonnen-Geschichte und 24 Meter Seil, also da liegst du bei 800, 900, 1000, 1200 Euro. Und die kannst du ja auch super an Jeeps anbauen, an die Front oder sonst wohin anbauen. Also hier hast du wirklich ein tolles Tool und ich gehe jetzt einfach mal dran. Viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir jetzt hier mal eine Zeichnung gemacht und zwar, ich mache mir hier eine Grundplatte mit 30 cm mal 16 cm. Das Ganze sieht dann so aus, werden wir hier in die Mitte ein 6 cm rund Stahlrohr reinschweißen lassen. Das werde ich nicht selber machen, dass das auch ordentlich hebt. Und dann eben zentriert die Bohrungen 25,3, der Lochabstand und hier der Lochabstand von 11,4. Das habe ich hier angezeichnet, Lochabstand, dann eben hier einbohren lassen, dann schön ansenken und 30 cm lang das Rohr und dann noch zwei so Hebeplättchen oder Platten, das zeige ich euch mal. Hier habe ich ja schon so ein Zubehörstück gehabt zum Anhänger, da habe ich so ein 6 cm Rohr mit einer Aufnahme und genauso werde ich mir das ungefähr herrichten lassen. Und sollte ich es dann wirklich benötigen, kann ich mir hier die Umlenkrollen hier montieren, eben mit diesen Flacheisenstücken. Da kann ich dann hier zweimal fixieren und da einmal fixieren. Sollte ich das benötigen, kann es aber auch dann jederzeit wegnehmen. Das werde ich hier dann irgendwie mit Flügelschrauben befestigen, weil ich denke, wenn ich hier die Seilwinde drauf habe, denn wenn man bei den Fahrzeugen schaut, es ist ja immer meistens links vorne der Abschlepphaken zum Montieren. Und so ist es eigentlich bei jedem Fahrzeug, weil wenn ich mal hier schaue, immer ist er links vorne oder in Fahrtrichtung natürlich rechts vorne. Hier werden immer die Abschlepphaken montiert. Und dadurch, dass das Rohr sich dann schön hier drin drehen kann, ist es so, dass ich gar nicht mal denke, dass ich hier diese Umlenkrolle brauche. Das ist dann eher gut für den Jeep-Betrieb oder wenn ich es vorne eben an einem Unimog oder an einem Jeep eben montiere. Aber ich werde mir spaßeshalber diese zwei Flacheisen herrichten lassen, dass ich das zur Not habe, dass ich das dann da verbauen kann. Aber am wichtigsten ist jetzt mal diese Geschichte, weil dann könnte ich schon diese Seilwinde montieren, elektrisch anschließen und dann theoretisch mit einer fetten 12-Volt-Batterie mal ausprobieren, den Anhänger anhängen und dann einfach mal ein Auto hochziehen. Das heißt, jetzt muss ich zu einer Schlosserei fahren, in der Hoffnung, dass die mir schnell sowas herstellen, damit ich das hier alles machen kann. A few moments later. Ich habe schon wieder mega Glück. Ich bin ja so ein Typ, immer Glück im Unglück. Die Challenge heißt ja, so schnell wie möglich hier dieses Ding da irgendwie an Mann zu ziehen, dass ich diese Winde dann installieren kann am Anhänger. Und ich bin hier in Eichkirchen im Industriegebiet und da gibt es eine Bauschlosserei. Bin immer nur dran vorbeigefahren, habe ich noch nie die Dienste benötigt. Aber ich habe immer Gutes gehört von verschiedenen Leuten und die ganze Bauschlosserei nennt sich hier Thomas Kraus. Ich bin einfach reingegangen, habe gesagt, ich brauche hier ein 30 langes Rohr, 6 cm Durchmesser, brauche so eine schöne Grundplatte, damit ich meine Winch installieren kann. Habe ihm einen kurzen Ausschnitt aus einem Rohschnitt von dem Video gezeigt, wie ich es vorhabe. Habe dem netten Herrn hier in der Werkstatt meinen Plan gezeigt und er meinte, ja, er muss kurz den Chef anrufen, der ist auf der Baustelle, hat es gemacht, hat gemeint, ja, hier ist jemand vom Autohaus aus Lambach und ob er da zwischendrin mal so einen Schnellschuss machen kann. Er arbeitet schon. Das Ding ist in einer Stunde fertig. Wie geil ist denn das? Also, großes Lob an die Bauschlosserei Thomas Kraus hier im Industriegebiet in Eichkirchen. Der hat hier auch ganz neu hingebaut und macht einen sehr guten Eindruck. Hier vielen lieben Dank und weiter geht's. Es ist fertig, Leute. Die Challenge läuft wunderbar, das heißt, innerhalb einer Dreiviertelstunde habe ich das Ding hier von dem netten Mitarbeiter gehabt und auch die Haltebügel für diesen Durchlass von der Seilwinde. Perfekt. Ich bin wieder zurück in der Halle, es ist auch schon der nächste Tag. Mein kleiner Junior Carlos Carotti ist mit dabei
Und wie ihr seht, die Seilwinde ist hier montiert. Die Adapterplatte, die ihr vorhin schon im Video gesehen habt, die macht ihre volle Funktion. Und ich kann hier richtig schön diese Seilwinde hier einsetzen, drehen. Komme somit noch sehr gut an meinen Schließhaken hier dran. Nichts stört und ich kann jetzt hier meine elektrische Verbindung machen mit diesen ganzen Utensilien, die hier dabei sind. Und dann final mal probieren, hier auf den Hänger eben ein Auto drauf zu ziehen. Aber zwischendrin noch eine kurze Info. Ich blende euch mal kurz ein. Das Touchdisplay vom Opel ist repariert, fertig eingebaut und funktioniert. Opel ist auch schon verkauft und dahin viele Grüße an den Käufer und vielen Dank an den Verkäufer. Das war ein ziemlich schnelles Geschäft, war cool. Und heute mache ich mein erstes Tauschgeschäft. Das möchte ich auch noch hier mit in diesem Video präsentieren. Und zwar dieser Wohnwagen 650 WFU von Hobby. Da haben wir ja Gasprüfung neu gemacht, neues Bickerl gemacht, nach Österreich importiert. Über diesen Wohnwagen gibt es ja auch ein separates Video. Als ich bei Motorenzimmer zu Besuch war, habe ich den auf dem Rückweg mitgenommen. Wie geil ist denn das bei Motorenzimmer im Motorenzimmer? Ne? Du hast ja wirklich Zimmer? Ja, ja, klar. Und der geht heute im Tausch gegen einen Volkswagen Crafter 35 lang, also ein richtig langer Volkswagen Crafter, also schon die SY-Version, sprich das neue Modell ab 2017. Und da müsste jetzt jeden Moment der Tauschpartner auftauchen und mal schauen, ob das auch stattfindet. Hab extra einen Tauschvertrag geschrieben. Das heißt, wenn jemand mal einen Tauschvertrag braucht, kann er sich gerne an unsere E-Mail-Adresse info@plutoniumcars.at wenden. Wir schicken den dann umsonst zu. Den haben wir selber entworfen und ist eigentlich für ein Tauschgeschäft sehr geeignet. Wie gesagt, Hobby 650 WFU. Super Wohnwagen mit separatem Bad da hinten drin. Ich kann mal noch kurz reinleuchten. Carlos, bist du mal so nett und tust die Steckdose ausrollen. Da unten liegt das Kabel hier drunter und schließt den an, dass wir hier einen Strom dann drin haben. Moment, dann mache ich mal Licht an. Zack, zack, zack. So, jetzt sieht das Ganze noch schöner aus. Hier nochmal ein Rundumblick mit Licht. Das ist das U. Hier die Küche. Hier hinten großes Bett und eben das Bad. Hier mit schöner großer Dusche nochmal. Tolles Waschbecken und hier das Kackheisel. Auch nochmal ein großer Schrank. Jeweils Fenster hier drin. Hier ist die Truma-Heizung. Unterm Bett ist der Warmwasserboiler. Hier vorne links unter der Sitzbank befindet sich der Wassertank. Wohnwagen ist richtig in Ordnung. Gutes Baujahr. Aha! Und der Crafter ist schon da. A few moments later. So, ganz kurz, das Auto kauft man nicht. Wir haben einen Unfallschaden hier vorne gesehen und auch hier haben wir extreme Lackschäden und Nacharbeiten mit Lackmesswerten von über 1700. Von dem Auto lasse ich die Finger leider weg. Somit kommt das Tauschgeschäft mit unserem Wohnwagen nicht zustande. Ich muss auch mal Nein sagen können. Ja, Carlotti, was sagst du? Was war das für eine Möhre? Die war richtig runtergeritten, die Kiste. Aber brutal. Rostige Felgen, nachlackiert, 1800 μ auf der einen Fahrerseite da bei ja, der. Überall die Spaltmaße, das Band. Ding war. Das Ding war runtergeritten. Rundrum vergeigt. Die Nachbarslumpi. Und das Lustige war, ich habe ihn ja vorab gefragt gehabt, gibt es irgendwelche optischen Schäden außenrum? Alles in Ordnung anscheinend. Alles in Ordnung, bis auf ein Bild, was ich kurz einblende, das er mir geschickt hat. Zwei Dallen an der Hecktüre. Dabei war das Ding vorne drin, an der Seite drin, überall. Hat gut Rost gehabt, auch auf der Ladefläche. Die Felgen, wie Carlos schon gesagt hat, extrem verrostet. Und ich habe eigentlich vorgehabt, wirklich ein Tauschgeschäft zu machen, weil wäre das Fahrzeug in Ordnung gewesen. Hier 17.900 Euro gegen 15.400 Euro, weil der Kunde hätte noch 1.500 aufzahlen müssen, weil für 15.4 hätte ich den Crafter lang, also L4 H3, das war ein Volkswagen Crafter, eben in ganz langer Version mit Hochdach und ja, hat nicht sollen sein. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt weiter an die Seilwinde, das heißt, ich werde jetzt die elektrische Geschichte hier machen. Und dann am Schluss mal an einen Vito hier dranhängen und einfach mal ein Auto hochziehen. Mal gucken, ob die Seilwinde das verspricht,
was sie in der Beschreibung eben da so angeboten hat. Die Elektrobox habe ich jetzt hier oben drauf installiert. Die Farben sind eigentlich auch recht einfach. Das heißt, hier ist gelb. Dann werden wir das jetzt da mal schnell dran machen. So, hier haben wir gelb. Zack, die haben das wirklich schön vorbereitet mit den Farben. Und das ist nachher für die Batterie. Und der schwarze ist nachher auch für die Batterie. Beziehungsweise, da kann man das an den Plus hängen. Hier ist der Minus. So, haben die echt toll gemacht. So, und hier kommt der geschaltete Plus. Hoppala, hebst du mir das mal auf, Carlos, bist du so nett? Gerade die Mutter, die ist hier runter irgendwo gefallen. So, gib mal her. Dankeschön. So, das passt soweit. Dann brauchen wir wieder den Seitenschneider. Dann machen wir hier das Kabel auf. Zack, weg damit. Hier das Kabel auf. Zack, weg damit. Und jetzt brauchen wir noch eine Batterie. Ich, beziehungsweise wir, Carlos und ich, haben uns hier jetzt ein kleines Szenario gebaut. Batterie, Seilwinder angeschlossen. Wir haben hier auf der einen Seite den Drücker, um das direkt hier am Steuergerät rein und raus zu fahren. Und auf der anderen Seite eben hier die Fernbedienung. Carlos, heb dich mal ganz kurz hier fest. Erschrick jetzt nicht. Ich drücke jetzt mal hier drauf. Warte mal, muss mal einschalten. Out. Du musst dabei ziehen. Du musst dabei feste ziehen. So, zieh mal mit, genau. Und lauf jetzt mal um den Anhänger nach vorne bis zum Mercedes, weil den werden wir jetzt hier hochziehen. Achtung, los geht's. Bis vor das Nummernschild vom Mercedes, dann werden wir den Abschlepphaken dran machen. Die läuft auch einwandfrei. So ist sie dann final angeschlossen. Da unten noch die Masse. Genau. Gefällt mir. Gefällt mir, Leute. So, noch ein Stück. Bis du am Nummernschild anstehst. Das reicht schon. Genau, zack. Perfekt. Jetzt machen wir den Abschlepphaken ran und dann ziehen wir mal die Kiste hoch. So, Carlotti, dann versuch mal mit dem Hebelwerkzeug das Plastik da vorsichtig rauszumachen, ohne zu beschädigen. Ja, siehst du? Und dann geht es weg. Und jetzt kannst du mal den Haken hier eindrehen. Ordentlich eindrehen, bis es nicht mehr geht. Ist er drin? Sehr gut. Schau her. Das hier ist vom mitgelieferten Zubehör. Das heißt, ich brauche jetzt nichts anderes machen, wie hier durch und dann hier durch und schon habe ich eine Verbindung vom Abschlepphaken. Ja, der ist aber, ja, so ist gut. Ja, ich habe es so weit. Ja, das passt schon, das passt schon. Also Carlotti, wir machen jetzt Folgendes. Du setzt dich da rein. Zündung an. Neutral. Neutral, richtig. Und beide Scheiben runter, dass du mich hörst. Und die Lenkung wird jetzt ganz schwer gehen. Aber dadurch, dass er ein bisschen rollt, wirst du hin und her lenken können. Ich werde dir ein bisschen Befehle geben, weiter rechts, weiter links, wie auch immer. Und jetzt ziehen wir mal das Auto ganz gemütlich hier auf den Hänger hoch. Also das ist definitiv jetzt die First Challenge für diese Seilwinde. Das machen wir mal noch weg. Das war übrigens die Beschreibung für das Verkabeln hier, wie man es anschließt. Das legen wir hier ganz gemütlich hin. So, Carlotte, start mal ganz kurz das Auto. Mach mal die Lenkung gerade. Stopp. Ja, ungefähr so, dann hast du nachher nicht so schwer. Jetzt machst du wieder aus, jetzt schaltest du die Zündung ein und schaltest auf neutral. Hast du es? Bist du auf neutral? Sehr gut. Also, bist du bereit? Weil ich ziehe dich jetzt hier hoch. Und wenn ich mach so, ein bisschen darüber lenken, wenn ich mach so, ein bisschen darüber lenken, gell? Also, es geht los. Achtung. Warte mal. Aha. Der will sich hier schon drehen. Darüber.
darüber. Genau so. Ich habe doch eine andere Idee gehabt. Ich werde jetzt dieses Rohr am Anhänger fixieren, dass ich das nicht mehr drehen kann, und mal schauen, ob es dann funktioniert. Denn hier habe ich so ein schönes Löchlein und hier habe ich so ein schönes Metallstänglein gefunden. Das werde ich dann da reinstecken und somit das Rohr blockieren. Dann schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Jawohl. So, das heißt maximal hier und dann schlägt es an. Perfekt. Das probieren wir. Genau, Versuch Nummer 2. Und du tust dann wieder meine Lenkbewegungen beachten. Also gut, das heißt, ich muss hier wieder auf In gehen. Batterie haben wir wieder angeschlossen. Angehängt haben wir. Den Stoppen haben wir drin. Das heißt, es kann nicht weiter wie so. So, dann probieren wir es mal. Bist du auf neutral? Achtung. Langsam anziehen. Weiter darüber, darüber. Genau so. Ja. Gut. Gut. So, noch ein Stück. Und zack. Und jetzt parken. Bist du auf Parken? Ja. Perfekt. Auto ist oben. Runtergeklappt. Sommer. Das heißt, wir könnten hier unten theoretisch fix machen. Und das Auto fixieren. Das hat jetzt wunderbar geklappt. Toll. Toll, toll, toll. Na? Hast gesehen, mit der Seilwinde hochgezogen und einer 12-Volt-Batterie. Das heißt, die Challenge ist bestanden. Die Seilwinde zieht mir so einen schweren Bock von 2,2 Tonnen nach oben. Vergesst nicht mal, bei wevor.de vorbeizuschauen. Da gibt es die Seilwinde. Unten in der Beschreibung, wie vorhin auch schon erwähnt, gibt es einen Rabattcode auf alle Produkte mit 5%. Von daher, ich kann es nur empfehlen, die haben wirklich tolle Sachen und nutzt die 5% aus, wenn ihr da was findet, was euch gefällt. Ansonsten war es das heute. Meine Challenge hat funktioniert, perfekt, und alles an einem Tag. Bingo Bongo. Bis zum nächsten Mal. Ciao Papa, euer Dirk von Plutonium Performance. Hey Carlotti. Hey Dirk. Hey Dirk. Getraust du dich, das Ding hier von dem Hänger runterzufahren? Also, start mal das Auto. Aber mach genau das, was ich dir sag, okay? Start das Auto. Geh in den Rückwärtsgang. Bist du im Rückwärtsgang? Dann langsam nach hinten rollen. Und wenn du merkst, dass er kippt, bleibst du erstmal stehen. Weiter. 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 Weiter, weiter, stopp. Okay, und jetzt langsam rückwärts runterrollen lassen. Einfach so geradeaus, wie er ist. Mach das mal. Genau, kannst schon runterrollen. Jawohl, geh weiter. Weiter. Gut machst du das. Weiter, weiter, alles weiter. Einfach weiterrollen. Sehr gut. Weiter, weiter. Einfach weiter ein Stück rückwärts fahren und reicht schon. Ausmachen. Hast du gut gemacht, Kollege. Leute, lass mal einen Daumen hoch da für einen Carlotti Carotti. Und natürlich ein kostenloses Abo da lassen. Ganz wichtig, abonniert unseren Kanal. Es werden viele schöne Videos folgen. Immer donnerstags und sonntags ab 6:30 Uhr.
Nein, helvete strid alltså! Det skulle ha varit med en gång! Inge öra och hejle drit det här! Oh, der war geil, der war... Oh, das gibt Daumen hoch, Leute.